tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Zenitform Shaymin vor. In der Zenitform hat Shaymin neben seinem Pflanzetyp noch einen Flugtyp, wodurch es jetzt eine Doppelschwäche gegen Eis, eine Schwäche gegen Feuer, Flug, Gift und Gestein, eine Resistenz gegen Wasser und Kampf, eine Doppelresistenz gegen Pflanze sowie eine Immunität gegen Bodenattacken hat. In der Zenitform hat Shaymin außerdem andere Basiswerte. Die Defensivwerte gehen ein wenig nach unten, um Platz zu machen für einen ordentlichen Schub in Spezialangriff und Initiative. Die EV verteilt man hier auch voll in Spezialangriff und Initiative mit einem scheuen Wesen, um die Inne zu maximieren. Shaymins Fähigkeit in der Zenitform ist Edelmut. Diese verdoppelt die Wahrscheinlichkeit von allen Zusatzeffekten von Attacken. Als Attacken nimmt man Schocksamen, Luftschnitt, Erdkräfte und Zauberschein. Schocksamen ist Shaymins Signature-Move, der viel Schaden macht und eine 40%ige Wahrscheinlichkeit hat, die Spezialverteidigung des Gegners um 2 Stufen zu senken. Mit Edelmut sind das Ganze 80% Wahrscheinlichkeit. Luftschnitt hat mit Edelmut 60% Chance, den Gegner zurückschrecken zu lassen. Mit etwas Glück kommt euer Gegner damit nicht mal mehr zum Angreifen. Erdkräfte gibt Coverage gegen Feuer-, Stahl- und Gift-Pokémon und der Zusatzeffekt wird hier auch von 10 auf 20% erhöht. Zauberschein hat zwar keinen Zusatzeffekt, jedoch gibt er Coverage gegen Drachen-Pokémon, die in Shaymins Tierklasse nicht gerade selten sind. Als Item nimmt man entweder einen Leben-Orb oder einen Fokusgurt. Shaymins Spielweise ist genauso simpel, wie sie unfair ist. Mit 127 Init Base und ist es ohne Scarf fast uneinholbar und kann mit einem Luftschnitt die Gegner auf zu lange zurückschlecken lassen, bis der Gegner weit genug unten ist, um mit einer anderen Attacke zu finishen. Shaymin lässt sich durch seinen Schocksamen nur schwer wallen, da auch Pokémon wie Chanera nach einigen Schocksamenangriffen eine so stark gesenkte Spezialverteidigung haben, dass sie noch ernsthaft Schaden nehmen. Das effektivste Mittel gegen Shaymin ist Eissplitter. Ansonsten helfen auch schnellere Pokémon wie mit Eisattacken. Mewtwo kann zum Beispiel wahlweise mit Eisstrahl oder Eishieb Shaymin zuverlässig rausnehmen oder zumindest auf den Fokus gut bringen. Hoho und Lugia haben beide nicht sonderlich viel vor Shaymins Angriffen zu fürchten und können, sofern sie nicht 4 bis 5 Mal hintereinander vom Luftschnitt flinchen, Shaymin auch gut mit ihren Signature-Moves rausnehmen. Stimmt's, Donny? Das war's von meinem Shaymin und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.